An allen Ecken und Enden fehlt heute das Geld für vernünftige Verkehrspolitik. Jetzt will man 3 Milliarden Franken zusätzlich in eine zweite Gotthardröhre investieren, die erst noch verfassungswidrig ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt eine viel günstigere Lösung, nämlich provisorische Verladeanlagen. So ist das Tessin während der Sanierung des Gotthardstraßentunnels gut erschlossen. Das reicht.